Mahlzeit, ihr kleinen Räuber. So, kurzer Zwischenstand. Ich habe mal das Geld, was wir hatten, ein bisschen aufgelöst und benutzt. Wie ihr seht, haben wir jetzt den einen hier oben liegen, weil ich mir hier einen Clean gekauft habe und habe den plus 3 gemacht. Ich werde es jetzt doch machen und nach gucken, dass ich die Teile hier veräußert kriege, damit wir das Set langsam mal zusammenkriegen. Mach alles plus 3, da gehen uns halt im ersten Moment ein paar STR und ein bisschen Schaden und HP flöten. Aber ich glaube, der Set-Effekt wird es relativ gut auffangen vorerst. Was, denke ich mal, irgendwann wieder kommen wird, ist ein Event, wo es wieder A-Protect gibt. Diese blauen Scrolls, und damit können wir dann die Sachen auch wieder hochmachen. So, ich habe mal 3 Mal Nahrung mitgenommen und so ein paar Kisten geholt. Jetzt haben wir hier noch so ein Zeug, die werden wir uns jetzt gleich alle reinhauen. Nochmal so für zwischendurch zum Heilen. Weil ich habe uns auch ein Eintages-Korallenticket, Insel-Ticket geholt. Ja, hält halt einen Tag. Und ist im Normalfall so von 43 bis 69. So. Und dann würde ich nämlich jetzt sagen, ich habe auch schon jemanden angeschrieben, der Demols plus 12 tut. Ich habe ja 1 plus 12 und 1 plus 13. Die würde ich dann halt auch verkaufen, weil zusätzlicher Schaden ist jetzt erstmal nicht so wild. Macht zwar Sinn, aber ist jetzt gerade nicht so wild, dass wir es unbedingt so brauchen. Heißt, wir können uns dann auch lieber 2 Soul-Demols holen, wenn es vom Geld her passt. Die plus 3 machen, machen wir zwar weniger Schaden, aber ich glaube halt, wie gesagt, dass der Set-Effekt das regeln wird. So, wir gehen mal. Ich gehe fast immer Channel 2. So, dann seht ihr mal ein bisschen von der Koralleninsel. Bedankt. Level 7 Stunde. Alles gut. Dann hauen wir uns auch mal den ganzen Scheiß hier rein. Und das da. Und für jetzt Vollgas. Na gut, das sind jetzt noch 2 Level und 30%. Aber da tut ja so jetzt erstmal nichts zur Sache. Dafür können wir jetzt die Amplis schon mal rausballern, damit es jetzt zügig geht. Ja, 43 ist uninteressant. Kann man hier fliegen? Jawohl! Ach ja, ich bin ein Idiot, hier ist ja nichts mit Karte. Jetzt bräuchten wir nur noch eine schöne Party, das wäre nice. Wir sind 57, dann fliegen wir direkt mal hier weiter. Ja, und von den Viechern hier bräuchte man halt auch 15.000 für die Titel. Ja, das kann man vielleicht irgendwann mal machen, wenn wir schon weit höher sind und Zeit haben, offscreen da einfach mal durchzujagen, wie die Behämmerten. Aber das ist dann halt auch wieder mit Geld verbunden, weil ich habe jetzt alleine für dieses Ein-Tagesticket 40 Millionen bezahlt. Und von, ich glaube, 5 verschiedenen Mobs in 24 Stunden jeweils 15.000, könnte schwierig werden. So, welches Level habt ihr denn? 50, da müssen wir ja noch weiter. Heidewitzka. Guck mal, lass uns sogar nochmal neu buffen. Ich bin ja nicht so. Nagaro. Ja, langsam kommen wir in die Region, wo es uns interessiert. Ah, schön Käffchen trinken. Jetzt gleich müssen diese Apex, irgendwie sowas in der Richtung. Müsste jetzt gleich kommen. Komische Spinnenmopeds.
der Aatrox. Naja, gut. 55. Ja, es lohnt sich ja schon fast. Aber, also wie gesagt, hier laufen in so Premium-Gebieten halt keine Agro-Mobs rum, also keine roten. Aber auch keine Giants. Ich meine, gut, hier in so ein Premium-Gebiet geht man halt, um in Ruhe und schneller zu leveln, weil hier auch einfach die Viecher interessant sind. Weil hier halt auch einfach weniger los ist und man dadurch im Endeffekt auch mehr XP kriegen kann, weil halt nicht so viel unterwegs sind hier. Und so. Jetzt habe ich nicht geguckt. 70, 31. Ja, 0,5, nice. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal noch ein bisschen weiter. Dann geht das noch schneller. Ja, man kriegt theoretisch dann hier halt mehr XP, weil weniger los ist. Und da, wo weniger los ist, da sind auch weniger Leute, die einem die Mobs klauen. Ist ja logisch. In Astria sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, weil Astria ist halt so ein Gebiet, da levelt man auch... Da leveln halt viele, weil da gibt es halt viele Karten, da gibt es auch oft übers Event Karten für. Hier für die Korallinsel eigentlich nicht so. Oh, Witch Boots, das ist nice. Und daher kann man hier halt ganz in Ruhe leveln. Weil wenn man jetzt hier schon guckt, hier stehen viele Viecher direkt nebeneinander. Und hier sind halt nicht... Auch zu Zeit gibt es halt Zeiten, sag ich jetzt mal, wenn Ferien sind und man dann in so einem Level Cap ist, wo viele sind, dann kann es sein, dass man sich da voll auf die Füße tritt. Es gibt zwar 4 Server, allerdings, wenn man zwischendurch noch so ein bisschen handeln will, bleibt einem eigentlich nur der erste, weil auf dem zweiten, dritten, vierten ist halt zum Handeln nichts los. Ja, und dann machen hier so Levelgebiete halt schon echt mehr Sinn. Weil hier ist definitiv nicht so viel los. Was kriegen wir denn von denen hier? Wir haben jetzt 80, 89. Boah, fast 1%. Das ist ja nice. Das geht doch zügig. Jetzt kloppen wir auf jeden Fall hier noch die Fiat und das weiße Moped weg. Alle, die wir haben, einmal durchgejagt. Oh, ein Moonstone, das ist schön. Ja, wenn wir jetzt alle so nach und nach durchdrücken, damit die auch wegkommen. Weil so übel viele Vorteile bringen die uns jetzt nicht. Aber dadurch geht es halt auch wieder ein bisschen schneller. Ist ja gar nicht mal so verkehrt. So. So, dann fangen wir jetzt mal eben kurz an, den ganzen Quark hier kurz zu verräumen, damit wir hier auch genug Platz haben. Das da rein, das da rein, das da rein. Das Essen packen wir mal da unten. So. Fiat. Fehler in allen Teilen. So, weil dann können wir die nämlich jetzt, wenn die so wie jetzt halt abgelaufen sind, machen wir einmal zack, 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 zack und brauchen die halt nicht dann immer Inventar auf, Klick, Inventar zu. Drücken wir uns die einmal eben hier durch und gut ist. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich die nicht aus Versehen Sachen auf F9 lege. Weil dann habe ich ein geringfügiges Problem. Weil auf F9 starte und beende ich meine Aufnahme. Das wäre... Ja, das wäre halt ein bisschen... blöd. So, dann gehen wir mal hier weiter. Guten Tag. Ja, ich bin der Neue.
öfters werde ich wahrscheinlich nicht hier auftauchen. So, der Plan ist jetzt, dass wir hier noch so ein, zwei Folgen verbringen, bis wir Level 60 sind. Deswegen auch einmal Vollgas hier mit den 5 Amplis. Und je nachdem, wie lange das jetzt dauert, bis wir Level 60 sind und wie lange es dann dauert mit dem Job-Change. Nice, Level Up. Werden wir vielleicht dann nochmal hierhin zurückgehen und hier weiter leveln. Das weiß ich aber noch nicht, weil hier gehen die Mobs halt nur bis 69. Und wenn wir noch Buffs haben, können wir als Blade theoretisch auch schon höher hauen. Das weiß ich allerdings noch nicht. Ob wir dann hier weitermachen oder ob wir irgendwo uns ganz normal in Madrigal aufhalten. Also Madrigal ist quasi der Kontinent. Nicht der Kontinent, sondern die Welt. Weil die Kontinente sind ja Flaris, Sand Morning, und so, ne? Ja. Oh, hier mussten wir schon mal einmal essen. Ah, 67, das ist ja genau unsere Kragenweite hier. Ist das jetzt das Quest-Item? Nein, cool. Ja, Wind B ist jetzt mehr so semi-gut. Ah, das ist das Quest-Item. Gut. Die kann man aber für nichts gebrauchen, die Quest-Items, die es hier gibt. Also es gibt keine Quests, wo man die irgendwie abgeben muss oder so. Heißt, die können wir dann ganz entspannt der Gilde spenden. Fiat und Dingens durchgedrückt. So, T haben wir schon mal nicht mehr. Oh, Angriffskraft. Schade. Aber davon haben wir schon mal keine mehr. Okay. Als nächstes verlassen uns die A's, dann die T's, dann die F's. Oh. Also, das scheint wohl der Typ zu sein, wo ich vorhin die Zombie-Boxen gekauft habe, wo ich die Klamotten her habe. Das weiß ich aber nicht genau. Wie gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ja, aber wenn irgendwann mal wieder ein bisschen Geld über ist, werde ich definitiv noch mehr davon kaufen. Ich habe euch ja letztens irgendwann diese Skelettteile gezeigt, wo ich gesagt habe, mir fehlt aber noch ein Kopf. Da habe ich jetzt mittlerweile noch ein paar mehr von. Ich habe aber auch einen Kopf. Ich denke mal, dass es irgendwann, wenn dieses Jahr wieder Halloween ist, dafür wieder ein Event gibt. Und ja, so lange bleiben die jetzt auch einfach mal bei mir im Depot liegen. Und dann können wir in ein paar Monaten werden wir dann sehen, ob es sich gelohnt hat. Ja, vielleicht können wir daraus dann ja Geld machen, weil so machen halt die Leute, die wirklich auf Shoppen und so aus sind, die richtigen Hardcore-Shopper quasi, so machen die halt auch ihr Geld, ne? So wie ich das mit meinen Full-Shouts gemacht habe, die ich habe. Ich habe ja insgesamt 15 Stück gehabt. Beim letzten Event gab es die am Ende so häufig, das sind ja eigentlich Premium-Items. Da gab es sie dann am Ende so häufig, dass die nachher nur noch 15 Millionen
gekostet haben. Und ja, dann habe ich halt so viele davon gekauft, bis ich die 15 Stück zusammen hatte und habe mir die auch zusammengearbeitet. Und halte die jetzt fest, beziehungsweise jetzt fange ich langsam an, die dann für teilweise 120, 125 Millionen zu kaufen, verkaufen. Und das ist dann halt so, es liegt halt lange rum, aber dafür macht man damit relativ viel Geld. Ist halt alles immer so eine Sache der Zeit, ne? Man muss halt die Zeit und die Möglichkeit haben, den Quark lange einzulagern. Und ja, dadurch, dass ich halt mehrere verschiedene Chars habe, kann ich mir die Sachen immer so ein bisschen aufteilen, wer was kriegt. Und habe halt auch mehrere Depots, die ich voll machen kann. Ja, und das merkt man dann auf Dauer halt schon. Und dadurch, dass ja Events immer unterschiedlich kommen. Oh, nice. Das hat sich natürlich... Das ist natürlich schön, wenn man so Leute dann in der Freundesliste hat, die einen dann auch einfach mal ganz entspannt einladen. So, wo war ich denn jetzt gerade? Genau, dadurch, dass es ja viele verschiedene Events gibt, besteht immer die Möglichkeit, von einem anderen Event was einzulagern. Und immer im Normalfall, es ist jetzt nicht gesagt, dass das so Pflicht ist, aber im Normalfall wiederholen sich die Events jedes Jahr. Und das heißt, dass man halt, wenn man die Sachen jetzt kauft, theoretisch davon ausgehen kann. Aber wie gesagt, dafür braucht man halt diese Zeit, um die Sachen einzulagern. Um jetzt bei sowas richtig schnell Geld zu machen, ist das keine gute Idee. Weil man gibt halt viel Geld aus, muss warten, lange warten, um noch mehr Geld damit zu machen. Ja, hat Vor- und Nachteile. Wenn man das richtig anstellt, kann man da richtig große Gewinnspannen rausziehen. Aber wie gesagt, dafür braucht man halt die Möglichkeiten, die Sachen lange einzulagern. Und man braucht halt auch einiges an Startkapital. Weil einfach nur, wenn man jetzt, sag ich mal, 300 Millionen hat, das ist alles, was man hat, dann ist es nicht ratsam, davon 298 Millionen auszugeben für irgendwelches Zeug für Events. Um die einzulagern, um damit auf Dauer richtig viel Kohle zu machen. Gerade wenn man halt, wie gesagt, nur diese 300 hat und mehr nicht. Weil dann ist halt nicht mehr möglich, wenn man irgendwas findet, was man dringend braucht, neue Waffen, neue Rüstung, was weiß ich was, whatever. Es ist halt nicht möglich, meistens hinzugehen und die Sachen, die man dann auf Seite gelegt hat, um die reifen zu lassen, in Anführungsstrichen, auf die Schnelle für einen vernünftigen Preis zu verkaufen. Im Normalfall, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich kaufe von dem Event, was jetzt gerade war, wenn denn jetzt gerade eins gewesen wäre, gehe ich hin und kaufe davon alle Sachen auf. Und morgen fällt mir auf... Ich brauche ganz dringend... Ich habe da jetzt 300 Millionen für ausgegeben und ich sag in einer Woche... Fuck, ich brauche ganz dringend 290 Millionen davon. Ich habe ja noch. Im Normalfall kann man davon ausgehen, dass man dann bestimmt, weil man die ja auf Krampf dann loswerden will, muss... Von den 290 Millionen, die man dafür ausgegeben hat,
meistens nur so an die 220, 230 auf Krampf ganz schnell wiederkriegt. Und von daher ist es halt nur geeignet, wenn man die Zeit hat, die Sachen ein bisschen reifen zu lassen. Also es ist wie mit den Kisten bei Counter-Strike Go. Wenn du Geld auf dem Steam-Account über hast, weil du, keine Ahnung, irgendwas verkauft hast, was du dir erzockt hast, dann gehst du auf den Markt, guckst dir an die Cases, die es von CSGO gibt, weil damit ist es am einfachsten. Guckst du, wo wenig von, oder wo im Moment welche da sind, die 3 Cent pro Kiste kosten. Davon sind dann im Normalfall aber auch so 1,5 Millionen Kisten da. Das habe ich gemacht mit den Chroma-Kisten. Die Chroma 1. Da habe ich 500 Stück von gekauft. Für 3 Cent. Im Moment liegen die bei 7 Cent pro Kiste. Also, da geht ja dann immer noch ein bisschen was runter. Also würde ich im Moment, wenn ich eine Kiste verkaufe, 5 Cent kriegen. So. 3 habe ich bezahlt. 5 würde ich dann jetzt kriegen, wenn ich die jetzt verkaufe. Wären bei 2 Cent pro Kiste. Gut, 2 Cent sind jetzt nicht so viel, aber da wird es dann die Masse machen. Weil 500 mal 2 Cent ist okay. Da gebe ich schon mal so ein kleines Indie-Spiel oder so umsonst. Aber da wir ja alle geldgeile Schweinchen sind, lasse ich die noch länger liegen. Und warte, bis es da irgendwann, so wie bei anderen Kisten, zum Beispiel die Operation Bravo-Kisten. Das Thema funktioniert aber nur bei Kisten, die so nicht mehr so häufig, beziehungsweise gar nicht mehr gedroppt werden. Das sieht man auch ganz geil an den Huntsman-Kisten. Da sind, wo ich letztens geguckt habe, waren nur, ich glaube, 97.000 auf dem Markt. Die kosten dann jetzt mittlerweile fast 1 Euro. Die schwarzen Operation Bravo-Kisten kosten 9 Euro. Und man muss die halt dann reifen lassen. Ich lasse meine Chroma-Kisten jetzt auch reifen. Und lasse es halt einfach erstmal so weiterlaufen, weil im Inventar stören die mich ja nicht. Und irgendwann kosten die dann auch, wenn ich Glück habe. Im Normalfall muss man die so ein halbes Jahr liegen lassen. Ich habe die jetzt fast ein halbes Jahr liegen, bei denen dauert es anscheinend ein bisschen länger. Aber macht ja nichts. Mich stören sie nicht und ja. Aber wenn ich jetzt nur mal sage, ja, so lange warten wie die Operation Bravo, dass die fast 10 Euro kosten, eher nicht. Aber wenn ich jetzt sage, ich lasse die so lange reifen, bis die so teuer sind wie jetzt die Huntsman, wären 1 Euro. Für 3 Cent gekauft und für, ja okay, wenn du die für 1 Euro dann reinsetzt, kriegst, oder wenn du die so reinsetzt, dass du 1 Euro kriegst, wären 97 Cent Gewinn pro Kiste. Das bei 500 Kisten. Würde ich sagen, kann man mal machen, oder? Fürs quasi nichts tun. Man kauft die, macht ganz normal weiter wie immer, pimmelt da rum und lässt die einfach nur in seinem Inventar so ein bisschen verstauben. Wenn die Zeit reif ist, kommt einmal der Putzlappen raus, wird einmal drüber gepustet, abgewischt und dann ab auf den Markt mit dem Kack. Boah. Läuft, würde ich sagen.
Geschwindigkeit. Ja, Def. Ja. Sind jetzt gerade für unser Gekloppe hier nicht die besten beiden Buchstaben, aber egal. Lalalala. Und jetzt sollte ich, glaube ich, dann, wo die anderen jetzt auch so langsam den Geist aufgeben, ich glaube, wir sind rausgeflogen. Lalalala. Ja, wir sind rausgeflogen. Tralalalala. Ich hasse es, ich hasse es. Lalalalala. Weil das Schöne ist ja, draufhauen und so geht nicht, aber die Zeit von den Dinger läuft halt trotzdem weiter in der Zeit, bis wir ausgelockt sind. Ja, gut. Dann beende ich damit auch die Folge. Ich bin nämlich schon wieder dezent über die 20 Minuten. Haut da rein. Bis gleich.